Was geht ab, Pyros? Heute gibt es für euch ein neues Video und zwar das Edeka Silvester Feuerwerksprospekt für 2023-24. Und ja, ich habe es aus dem NPM Discord. Der hat irgendeiner einen Link reingeschickt. Den packe ich euch natürlich unten rein, damit ihr euch selber auch den Flyer anschauen könnt. Und ja, wir starten einfach rein. Es wird schon ab dem 4.12. Feuerwerk verkauft bei Edeka, aber nur für Gewerbetreibende. Und ab 28.12. natürlich, wie gehabt, bis 30.12. wird Feuerwerk beim Edeka für Endverbraucher verkauft. Und ja, wir starten einfach mal rein. Ich habe es mir selber noch nicht angeschaut, muss ich ehrlich sein. Ich fahre auch jedes Jahr zum Edeka. Edeka Albrecht in Freilassing ist das. Der hat auch mehr Angebot, als hier im Prospekt drinnen ist, was ich mir jetzt so grob durchgeschaut habe. Und jeder Edeka entscheidet selber, ob er Feuerwerk verkauft oder nicht, soweit ich weiß. Und ja, wir starten einfach rein. Edeka Food Service, Qualität, die ankommt. Mit dem ersten Sortiment High Evolution für 16,99 ist ein fünffach sortiertes Power Sortiment mit kleinen Batterien, alles drum und dran so für 16,99. Ja, teuer halt. Dann hier die Sky Battle Batterie für 19,99, 500 Gramm anscheinend, 36 Schuss, 40 Meter. Man kann sich auch die Artikel hier einfach per QR-Code anschauen. Dann Pyro Trouble Batterie für 29,99. Ja, schaut auch nicht so interessant aus, auch wenn es gefächert ist. Dann geht es hier weiter mit der High-End Batterie. Die ist wirklich nicht so schlecht, wie ich finde, für 17,99. Das ist die ähnliche wie die Comet Steam, aber die ist um einiges besser als die hier. Aber die kann man sich eigentlich auch holen. 27 Schuss, 17,99. Gab es letztes Jahr, glaube ich, auch ein bisschen billiger. So, dann geht es hier weiter mit der Super Power Batterie für 159 Euro im Verbund halt. Dann Space Hammer Batterie, 64,99. Auch hier ein bisschen gefächert, kleineres Kaliber, aber trotzdem auch sehr, sehr teuer vom Preis her. FireRide Batterie für 139 Euro, auch gefächert hier, muss man auch wieder schauen. Dann hier die Pure Energy Batterie für 39,99. Rocket Evolution für 27,99. Das sind 30 Raketen. Und für 27,99, ja, muss man auch wieder schauen. Dann Hypnotize für 8,99, eine Stufenbatterie, gab es letztes Jahr auch, aber umgelabelt, aber billiger, soweit ich weiß. Dann Fireburst für 59,99, auch teuer so. Dann Nightstars für 9,99, ich glaube, ich werde mir dieses Jahr ein kleines Familiensortiment wieder mitnehmen vom Komet. Letztes Jahr habe ich es auch getan. Das hat aber damals, glaube ich, 6,99 oder sowas gekostet. Also auch hier ist der Preis einigermaßen in Ordnung, weil in Österreich gibt es sowas ab 20 Euro ungefähr. Also ja, aus meiner Sicht ja. Aus deutscher Sicht eher nicht. Dann Sonic Booster für 99 Euro. Dann Midnight Sky 19,99. Ein kleines Familiensortiment, auch sehr teuer. Dann Captain Crazy F1 Sortierung wahrscheinlich. Power Vulcano für 17,99. Dann die Impact Power für 19,99. 9 Schuss. Eieiei. Was ist das für ein Preis? Micro Feuerwerk to go. Micro Feuerwerk to go. Sparkle, Glitter und Magic wahrscheinlich Fontaine für 2,99 Euro. Jeweils. Habe ich auch noch nie gesehen so. Big Kids Box 14,99. Ist das hier oben aber trotzdem auch, ja, F1, so. Und hier noch ein paar Kleinigkeiten. Also, ja, wie gehabt, es gibt wahrscheinlich mehr als in diesem Prospekt bei eurem Edeka, falls er verkauft. Und ja, schaut einfach vorbei, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen, auch wenn es Kometfeuerwerk ist. Und ja, haut rein und ciao. Faszination, dieses Gefühl. Dieses Kribbeln im Bauch, eiskalte Luft, Schwarzpulver, Duft, Gänsehaut, Silvesterfeeling legendär. Silvesterfeeling legendär. Faszination, dieses Gefühl. Dieses Kribbeln im Bauch, eiskalte Luft, Schwarzpulver, Duft, Gänsehaut, Silvesterfeeling legendär. Silvesterfeeling.